Man stelle sich vor, 14 Jahre alt, 15 Jahre alt, Schule. Das ist die Zeit, wo man, wo es Raff gibt, wo große Fragen anstehen, wo man mit seinen Eltern am Sonntags, Mittags, Küchentisch heiß diskutiert hat, wie konntet ihr das zulassen, diesen Holocaust? Und dann lesen wir Dürrenmatt, der Richter und sein Henker. Der Besuch der alten Dame. Und Fragen tauchen auf. Darf man das Recht in seine eigene Hand nehmen? Ich kann mich erinnern, dass ich dachte, gut, dass sie das jetzt in Angriff nimmt. Und dann ein Gefühl von zunehmender Beklommenheit bis zum Schluss, wo ich dachte, das Ende ist furchtbar. Das ist auch ein Monster. Und das kann ich denken, dass das eine Zeit war, wo wir angefangen haben, kritisch zu analysieren. Und Dürrenmatt hat sicherlich da auch ist uns unter die Haut gegangen.